Viren und Bakterien sind Opportunisten. Sie sind also Nutznießer von einer ungewöhnlichen Schwächung des Wirts. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana. Ich möchte in diesem Video kurz erklären, welche Bedeutung der TH1-TH2-Switch, die Zytokin-Balance, hat in Bezug auf die Prävention von chronischen Erkrankungen, aber auch zum Thema Infektion, Infektionstheorie. Zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen TH1 und TH2 Immunbalance. Unser Immunsystem ist seit tausenden von Jahren auf die Abwehr von Einflüssen von außen, auf Parasiten, Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten im Allgemeinen trainiert. Und es ist natürlich eine fixe Idee. Es ist eine paranoide Wahnvorstellung, wenn wir glauben, mit unserem geringen Sach- und Fachverstand es besser zu verstehen, uns impfen zu lassen, uns in gewisser Weise abhängig machen von pharmazeutischen, ja, Glaubenskriegen, Glashausspielen, pseudowissenschaftlich muss man sagen, pseudowissenschaftlichen Glashausspielen. Schlussendlich ist es so, wir haben nur einen ganz, ganz minimalen Teil verstanden. Das heißt also, wir haben noch nicht mal die Spitze des Eisbergs verstanden, was unser Immunsystem wirklich ausmacht. Das Komplementsystem haben wir kaum verstanden. Diese Zytokin-Balance, der Zytokinsturm, den wir jetzt im Zuge von Covid-19 kennengelernt haben, also die überschießende Form der Immunantwort mit einer verstärkten Bildung von Tumornekrosefaktor Alpha, die vorwiegend in der Lunge stattfindet, Interleukin 1, Interleukin 6, das sind alles Dinge, die wir erst vor kurzem kennengelernt haben. Und schlussendlich muss man ganz klar sagen, was Immunologie betrifft oder Neuroendokrinologie, Neuroendoimmunologie, haben wir sehr, sehr wenig verstanden. Ich werde zu diesem Thema noch einige Videos versuchen zu drehen. Heute geht es mir darum, zu erklären, dass eine überschießende TH1-Antwort zu einer Autoimmunerkrankung führt. Das bedeutet also, die T-Lymphozyten haben Unterpopulationen TH1 und TH2. Diese wiederum setzen Zytokine frei, wie Tumornekrosefaktor Gamma, Tumornekrosefaktor Alpha. Und diese wiederum stimulieren die ortsständigen Makrophagen, die zirkulierenden Fresszellen und die natürlichen Killerzellen, sich mit den akut in die Zelle eingedrungenen Erregern auseinanderzusetzen. Des Weiteren kommt es über Tumornekrosefaktor Alpha und Interferon Gamma eventuell auch zu einer Situation, die wir alle kennen, und zwar zu dem sogenannten oxidativen Burst. Der oxidative Burst bezeichnet die konstitutive NO-Synthase, die Stickstoffmonoxid freisetzt und dafür sorgt, dass intrazelluläre Parasiten abgetötet werden. Wenn das nicht gelingt, dann kommt es zu einer sogenannten Autoimmunerkrankung, denn das Immunsystem bleibt in dieser Situation, also auf der Waage TH1-TH2-Switch, in einer zu starken Aktivierung. Und die meisten Supplemente, die man dann im Bereich der Eigentherapie einsetzt, Vitamin C, Kurkuma, Glutathion, Glutamin, haben entweder das Potenzial, die Waage in die eine oder in die andere Richtung zu triggern. Deswegen ist es bei allen chronischen Erkrankungen fast schon entscheidend, die Zytokinbalance zu bestimmen. Die Zytokinbalance beschreibt eine In-vitro-Stimulation der T-Helferzellen und man kann sehen, welches Zytokin wird ausgeschieden. Wird nun mehr Tumornekrosefaktor Alpha, wird mehr Interferon Gamma, Interleukine, was wird vermehrt ausgeschieden? Und das ist ganz wichtig, um die Waage dementsprechend bei einem Patienten abzuschätzen. Hier gibt es zum Beispiel Patienten mit einer Colitis ulcerosa oder einem Morbus Crohn. Hier finden wir sehr häufig einen TH1-Switch, wohingegen wir bei Patienten Allergiker vor allem, allergisches Asthma, Hausstauballergien, hier finden wir sehr häufig einen TH2-Switch. Der TH2-Switch erklärt sich relativ einfach dadurch, dass es in der Anfangsphase oftmals nicht gelungen ist, den Erreger abzutöten und es kommt zu einem TH2-Switch,
dieser TH2-Switch geht über Interleukin 4, Interleukin 6, 8 und 10 und das sorgt schlussendlich dafür, dass mehr Histamin gebildet wird durch die vermehrt gebildeten Mastzellen, also eine Mastozytose in dem Fall, kann man auch erkennen. Oftmals finden wir durch den TH2-Switch verursacht eine verstärkte Bildung von Mastzellen. Auf der anderen Seite finden wir aber relativ häufig auch B-Lymphozyten, die sich umwandeln zu Plasmazellen und die wiederum ihrerseits Antikörper bilden und insofern wird der Patient einfach immer allergischer. Wir finden das auch sehr häufig bei Candida-Infektionen. Sehr häufig sind Candida-Patienten, die immer wieder rezidivierende Candida-Infektionen haben, aufgrund einer reduzierten mukosalen Schleimhautabwehr, das heißt die Immunität meines Darms, mein Darmmilieu, meines mukosalen Darmabwehrsystems, also auf unserer Schleimhaut, ist ganz entscheidend für die Abwehr von Parasiten. Der Tod sitzt im Darm. Das Immunsystem wird in weiten Teilen dahingehend gemessen, wie gut die Schleimhautbarriere ist. Also Thema Leaky Gut Syndrom. Ein Leaky Gut Syndrom ist nur ein Teil dessen. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der eine chronisch rezidivierende Candida-Infektion hat und immer wieder mit Candida-Problemen hat oder mit anderen Parasiten, dann muss ich mir Gedanken machen, ob es hier nicht vielleicht um einen TH2-Switch geht und der TH1-Weg blockiert ist. Weil wichtig ist, man muss sich vorstellen, die ganzen Zytokine, die können nur in die eine oder die andere Richtung funktionieren. Das heißt, ein Patient, der eine starke Ausschüttung hat von Tumornekrose Faktor Alpha oder Interferon Gamma, der kann nur in Richtung TH1 funktionieren. Der kann nur die TH1-Lymphozyten exprimieren. Diese Zellen, die gebildet werden, das ist relativ spezifisch. Man kann nicht beides bilden. Ne? Also unsere Zellen, unsere T-Helferzellen können nicht Interferon Gamma und Interleukin gleichzeitig bilden. Das funktioniert in gewisser Weise nur selektiv. Und die eine Seite, TH1-Switch, hemmt gleichzeitig den TH2-Switch. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der eine chronische EBV-Infektion hat oder eine chronische Borreliose, dann kommt es sehr häufig zu einem Fixiertsein auf der TH1-Ebene und zu einer Autoimmunerkrankung. Deswegen muss man mit solchen Patienten, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, auch nach intrazellulären Parasiten fahnden, die vielleicht nicht bedarfsgerecht abgetötet werden konnten und es insofern zu einer Chronifizierung gekommen ist. Das sehe ich relativ häufig. Also Autoimmunerkrankungen kommen in meiner Betrachtungsweise und bei meinen Patienten sehr häufig in Gesellschaft mit einerseits intrazellulären Parasiten, unter anderem eben Epstein-Barr-Virus-Infektionen oder, was ich auch relativ häufig sehe, chronische Borreliose. Wobei die chronische Borreliose hier noch nicht mehr so sehr das Problem darstellt, sondern das Immunsystem. Ich kann es nicht oft genug betonen, der Erreger spielt keine Rolle. Covid-19, chronische Borreliose, HIV, das sind EBV, das sind Surrogatparameter. Wir dürfen uns nicht fixieren auf die Narrative. Wir müssen unser Immunsystem verstehen. Und solange wir unser Immunsystem nicht verstehen, müssen wir Masken tragen und Angst haben und alles glauben, was irgendwelche lebensfeindlichen Politiker und ihre kriminellen Organisationen uns erzählen. Aber was ich dir erzählen möchte, ist die Tatsache, du musst dein Immunsystem in gewisser Weise verstehen. Und dazu gibt es wertvolle diagnostische Werkzeuge. Und eines der wertvollsten diagnostischen Werkzeuge, die ich die letzten Jahre kennenlernen durfte, ist die Zytokinbalance und der sich daraus ergebenden, zumindest mal theoretischen Erkenntnisse. Anhand der Erkenntnisse kann man sagen, was ist in gewisser Weise immunologisch bedingt nun Tatsache und wie können wir dagegen vorgehen. Das bedeutet, wenn wir einen Patienten haben mit einer Colitis ulcerosa, einem Morbus Crohn oder sonst einer Autoimmunerkrankung, Diabetes mellitus, dann ist es nicht ein Diabetiker, der sich jahrzehntelang überfressen hat. So hier gibt es auch. Aber die allermeisten Autoimmunerkrankungen bestehen ohne triftigen Grund. Hier spielen Schwermetalle eine Rolle. Hier spielen teilweise auch die Impfungen eine Rolle. Jede Impfung enthält Toxine. Und diese Toxine wiederum beeinflussen unsere Antikörperbildung. Unser Körper reagiert in den weiten Teilen ja nicht auf die abgeschwächten Erreger
oder auf das abgeschwächte Toxin, sondern die Impfverstärker sind das Problem. Die Impfverstärker führen zu einer Reaktion. Und diese Reaktion führt uns sehr häufig in einen TH2-Switch. Damit ist mein Immunsystem fixiert im TH2-Switch. Und ich kann aktuell auf meine Schleimhaut auftreffenden Parasiten, die dann dementsprechend nidieren, die also die Schleimhautbarriere durchbrechen und Anschluss bekommen ins Blutgefäßsystem, die kann ich nicht abwehren, weil mein Immunsystem meines geimpften Patienten ist in der TH2, also in der humoralen Antwort auf den Erreger fixiert. Und der spezifische Teil, der hat aber keine Möglichkeit, quasi aktuell intrazelluläre Parasiten abzutöten. Dazu benötige ich den TH1-Switch. Und der TH1-Weg geht über tumornekrose Faktor Gamma und nicht über Interleukin 10 oder Interleukin 4 wie der TH2-Switch. Das sind zwei verschiedene Wege, die eingeschlagen werden. Deswegen ist es wichtig, sowohl bei akuten Erkrankungen, akuten Virusinfektionen, akuten bakteriellen Infektionen, genauso bei chronischen Infektionen mit Borreliose, mit EBV-Infektionen, mit Herpes, zu schauen, wie ist die Waage? Bin ich im TH1-Switch oder bin ich im TH2-Switch oder TH17? TH17 ist auch ein Thema, wo man sagen kann, das ist relativ neue Betrachtung, TH17, TH17-Zellen, oder TH17 wird dann ein Problem, wenn TH1 überwiegt. Also TH17 kann die verstärkte TH1-Antwort reduzieren. Aber das ist dann zu spezifisch für den Augenblick. Im Wesentlichen ist zu verstehen, eine Autoimmunerkrankung oder eine Allergie müssen meines Erachtens, wenn man sie kausal betrachten möchte, immer diagnostiziert werden, wo steht im Moment mein Immunsystem im Hinblick auf die Zytokinbalance. Wenn wir einen Patienten haben mit einer chronischen Candidiasis, dann ist es häufig so, dass sein Immunsystem auf dem TH2-Weg fixiert ist. Und damit kann er den Candida nicht abwehren, weil dazu bräuchte er wiederum, wie ich es beim EBV schon gesagt habe, einen TH1-Switch. Insofern, wenn du Fragen hast zum Thema Immunsystem, wenn du unter einer chronischen Erkrankung leidest, dann sollte man diese Analyse durchführen und du kannst mich gerne kontaktieren und dann schauen wir uns das an. Was kann man tun? Welche Möglichkeiten haben wir kausaler Natur? Und noch einmal ganz wichtig für dich als Take-Home-Message: Der Parasit spielt keine Rolle. Entscheidend ist das Immunsystem. Und das Immunsystem, das wird bei uns fortwährend geschwächt durch Umweltgifte, durch Impfungen, durch Stress, durch Panikmache, durch mediale provozierte Paranoia, durch Massenpsychose. Das sind Dinge, die müssen wir ausschalten. Und dann können wir uns Gedanken machen, wie funktioniert unser Immunsystem. Und wir wissen, auf welcher Ebene steht unser Immunsystem. Dann haben wir die Möglichkeit, in weiten Teilen Krankheiten, chronische Krankheiten kausal anzugehen und müssen sie nicht länger mit Medikamenten unterdrücken. Alles Gute und bis bald.